Ja, ein kleines Bonusvideo. Du kannst natürlich das Shima Shima Lied im Original hören. Deva Premal und Meeten haben das wunderbar vertont. Sie sind auf die Idee gekommen, weil sie irgendwann eben auch gehört haben, dass Shima der Ausdruck der Hopi-Indianer ist für bedingungslose, allumfassende Liebe. Und dieses Vereinstsein, dieses Eine, das ist ja der Gedanke des Yogas. Und ja, Deva Premal hat ja viele Mantren gesungen und singt sie immer noch, lebt ja noch, Entschuldigung. Und hat dann eben mit ihrem Mann entsprechend eine Vertonung von Shima Shima gemacht, die mir persönlich sehr gefällt. Natürlich muss die dir überhaupt nicht gefallen. Und du kannst deinen Ansatz nehmen. Du kannst Liebe, Liebe, Liebe nehmen, um dich daran zu erinnern, alles ist Liebe. Alles ist ein Ausdruck der Liebe, auch wenn ich es gerade mit meinem Kopf, mit meinem bewussten Denken noch nicht so klar haben kann und der mir sofort irgendwelche Dinge, Beispiele zeigt, die ja nicht Liebe sind. Und doch kann ich das einfach stehen lassen und kann mich in die Liebe begeben. Und dazu könnte eben dieses Shima-Lied dir helfen. Ja, ich mache das mal so ein bisschen, die Melodie, und du kannst dann gerne das Original hier auf YouTube, gibt es das ja auch, entsprechend dir anhören. Shima, 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 ja. 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 Ja, mach's jetzt mal nicht so lange. Und ja, Lach-Yoga kannst du natürlich komplett ohne so etwas ausführen. Es kommt ja darauf an, warum du Lach-Yoga machst, was du mit Lach-Yoga erreichen möchtest. Und insofern fallen vielleicht einzelne Aspekte des Lach-Yogas so ein bisschen runter vom Teller, von deinem Übungsprogramm, was du dir zusammenstellst. Oder du nimmst das eben als einen Aspekt, um vielleicht besser hineinzukommen in eine Stimmung, wo du bereit bist, eine Lach-Yoga-Übung zu machen und aus dem Herzen heraus lachen zu können. Ich danke für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles, alles Gute. Bis dann.